Ja, Mattia Gründler, herzliche Gratulation zum Sieg von dem 8. National, also eigentlich erst National OL von dieser Saison und auch zum ersten Wertungslauf vom Swiss Orienteering Grand Slam. Wie zufrieden bist du mit deiner heutigen Leistung? Ja, ich glaube, wenn ich gewonnen habe, kann ich mich nicht gross beklagen. Aber natürlich sehr zufrieden. Ich habe nicht gross Fehler gemacht im Lauf und ich habe es sehr genossen in dem Wetter. Auch wenn es durchgeströmt hat, ich habe es mega geil gefunden. In dem Fall liegen dir die nasse Bedingungen und so die steilen Abhänge? Ja, ich würde schon sagen, ich meine, es ist einfach so ein bisschen, der innere Schweinehund kommt eher raus, würde ich mal meinen, wenn so ein Schwein so dreckig ist und halt schon zum Eis recht nass. Und ich kann es, ich muss sagen, ich liebe es so. Könnte nicht besser sein. Und was war das jetzt für ein Gefühl gewesen, zum ersten Mal eigentlich in dieser Saison am Start von einem etwas wichtigeren Wettkampf zu stehen? Ja, es war sicher wieder cool gewesen. Ich meine, ich habe es vermisst gehabt, muss ich schon sagen. Aber wir haben natürlich auch die Chance gehabt im Frühling, wo wir ein bisschen etwas hatten, was auch recht wichtig war für uns. Und jetzt ist es schon cool, dass es jetzt wieder etwas gibt. Und es ist wieder ein Wettkampf-Feeling. Ich muss sagen, ich war schon seit dem ersten Mal wieder nervös gewesen heute Morgen. Es war schon ein Gefühl, das ich auch vermisst habe. Und der Adrenalin. Und es ist, ich habe es vermisst, ja. Was hast du dir jetzt vorgenommen für die noch anstehenden Schweizer Meisterschaften in den nächsten Wochen? Ja, am besten gleich machen wie heute. Nein, einfach jetzt den nächsten Tag noch mal ein bisschen trainieren und nachher wieder runterkommen und dann vorbereiten und dann wieder Vollgas geben und angreifen.